Was wir jetzt noch final machen, sind die sogenannten Dual Rates einstellen. Warum machen wir das? Das ist ganz einfach. Wir möchten gerne auf einem Schalter, oder es bietet sich an, auf einem Schalter halt sozusagen Dual Rates legen. Einmal High, einmal Low Rates. Warum? Um halt sozusagen Ruhe in den reinzubringen. Ist beim Start zum Beispiel ist es ganz angebracht, halt vielleicht mit den Low Rates zu starten und dann im Flug selber halt auf die High Rates zu gehen, wenn man ein bisschen aggressiver fliegen will. Und das macht man mit den sogenannten Dual Rates. Und das Einstellen ist relativ einfach. Wir haben hier wieder gleich unseren Helfer. Und ich gehe jetzt mal in der Funke halt hier, so sieht man das schön, genau, einfach mal wieder hier ins Menü, also ich gehe mit Enter ins Menü und bin auch hier unten gerade schon in meinem Dual Rates Expo Menü, da gehe ich jetzt rein und hier habe ich jetzt drei Einstellungen, einmal fürs Querruder, das brauchen wir nicht, einmal fürs Höhenruder und fürs Seitenruder. Wir machen das jetzt mal exemplarisch, zeige ich euch das einfach mal, wie das fürs Seitenruder geht. Ihr geht halt hier drauf und ihr geht jetzt einmal ganz nach hinten, drückt kurz Enter und er fragt jetzt sozusagen, auf welchem Schalter möchte ich gerne diese Dual Rates legen. Ich sage jetzt mal den hier. Und zwar nach oben möchte ich gerne die Low Rates haben. Das heißt also die abgeschwächten Servo-Wege. Und das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt gehe ich einfach hier wieder nach links und setze die jetzt einfach runter. Das heißt, ich gehe hier rein, drücke kurz Enter und setze die jetzt einfach mal runter auf die Hälfte. So, und jetzt seht ihr halt, wenn ihr das hier seht, ne? Ich gehe mit dem linken Stick und die Servo-Wege für meinen Seitenruder sind wesentlich weniger. Und ich kann es auch jetzt mal einfach testweise umschalten. Zack, das sind meine High Rates und hier habe ich meine Low Rates. So, das kann ich jetzt nach Bedarf einstellen. Flight Test hat uns hier den kleinen Checker mitgegeben. Das heißt, ich kann das jetzt hier überprüfen. Gehe halt jetzt sozusagen rein, halte das einfach mal hier an und gucke mal, ob das passt. Ja, ist noch ein bisschen wenig. Das heißt, ich gehe halt wieder mit dem Wert einfach ein Stück nach oben. Sagen wir mal 66 hier. Ja, können wir noch ein Stück nach oben gehen. 70. Ja, könnte noch ein Stück werden. Ja, 75, glaube ich. Ist ganz gut für Seitenruder. Ja, das ist super, perfekt. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen meine Low Rates auf 75% gestellt. Und das heißt halt jedes Mal jetzt hier, wenn ich umschalte, zack, High Rates, Low Rates. Und das Gleiche kann ich auch natürlich für die anderen Bereiche machen. Das heißt, ich gehe hier wieder raus. Ja? Ich habe das jetzt sozusagen für das Seitenruder gemacht. Und jetzt machen wir das logischerweise auch für das Höhenruder. Ich zeige das einfach nochmal exemplarisch. Ihr geht halt ein nach oben, geht hier nach rechts, drückt wieder Enter. Dann fragt er wieder nach einer Schalterposition. Wir legen es wieder auf 1. Dann geht ihr mit Escape hier raus. Ups, das war ein Escape zu viel. Ich gehe mal wieder rein. Geht hier wieder rein in das Höhenruder und verändert hier jetzt wieder den Wert. In dem Fall gehen wir einfach mal runter, auch auf die 75%. Und jetzt müsste eigentlich sozusagen, wenn ihr den Stick jetzt hier bewegt, ne, das ist euer Low Rate und das ist die High Rate. Low Rate, High Rate. Und ihr könnt einfach hier wieder mit dem Tester halt den hier drauflegen und jetzt einfach überprüfen, ist das korrekt? Das ist noch ein bisschen zu viel, können wir eigentlich noch ein bisschen runtergehen. Oh, ich bin in High Rates, danke schön. Können wir eigentlich noch ein Stück runtergehen? So. Ja, das ist schon fast perfekt. Bisschen weniger noch. Ups, Entschuldigung, ein bisschen mehr natürlich. So. Ja, das passt. Und auch hier wieder der Test. Low Rate, High Rate. Low Rate, High Rate. Perfekt, und damit habt ihr eure Dual Rates eingestellt. Und dann könnt ihr einfach hier mit Escape das Menü verlassen. Und damit habt ihr hier auf dem Schalter jetzt eure Low- und High-Rates.